Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Tina, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und ich hatte heute einen ganz starken Impuls gehabt, eben halt hier dieses Video aufzunehmen. Ich habe ja nun halt sehr viel Kontakt zu Menschen, bekomme viel mit, was so im Kollektiv gerade so los ist. Und da ist halt einiges los, jetzt nicht nur in Anführungsstrichen die Situation mit dem Virus, sondern eben halt auch speziellen, was eben halt die Liebe-Liebe betrifft. Und das ist halt auch mein Spezialgebiet, die Liebe-Liebe. Und deswegen bekomme ich da eben halt auch viel mit, was da jetzt so im Kollektiv los ist. Und da spüre ich eben halt ganz deutlich, dass da viele, also insbesondere Frauen, weil ich eben halt überwiegend mit Frauen Kontakt habe. Natürlich wird es bei den Männern, also umgekehrt eben halt auch sein, dass viele Männer eben halt auch mit ihren Herzensdamen da Thematiken haben, was die Liebe-Liebe betrifft, ja. Also seht mir das jetzt nach, wenn ich jetzt sage, überwiegend Frauen oder so. Ja, natürlich haben die Männer da auch so ihre Themen mit ihren Herzensdamen, ja. Es ist eben halt so, dass ich ja, wie gesagt, am meisten jetzt mit Frauen da Kontakt habe und mitbekomme, was bei den Frauen so alles los ist. Und da ist, wie gesagt, eine ganze Menge los. Da ist irgendwie von den Energien, die wir da haben, hängt bestimmt halt auch unter anderem mit dem Neumond, den wir ja jetzt vor kurzem hatten, Neumond im Steinbock, zusammen, aber auch eben halt mit verschiedenen anderen Planeten. Insbesondere eben halt auch was den Pluto betrifft. Pluto ist ja der Transformator schlechthin, nicht nur das, sondern der holt eben halt auch von unten Dinge aus deinem Unterbewusstsein, ja, die eben halt da gelegen haben und durch Situationen, die er, sage ich jetzt mal, er, der Pluto eben halt jetzt wirklich wie soll ich mal sagen, ans Tageslicht holt, seid ihr jetzt irgendwie so auch bereit für euch Wahrheiten zu erfahren. Wahrheiten, Klarheiten und irgendetwas von den Prozessen, wo man eben halt lange, lange schon gewartet hat, aus welchen Gründen eben halt auch immer, irgendetwas zu erfragen, anzugehen, Kontakt aufzunehmen, halt auch Kontakt mit dem Gegenüber, wo vielleicht auch schon lange kein Kontakt war oder wo jetzt neu der Kontakt ist. Also all das spüre ich, wo ich höre, ja, wir hatten da jetzt länger keinen Kontakt, jetzt ist er wieder da. Und natürlich gab es da halt auch eine Geschichte zu. Und jetzt möchte ich da aber eben halt ganz, ganz anders vorgehen als in der Vergangenheit, ja. Möglich halt auch, dass gar kein Kontaktabbruch oder sonstiges war, aber dass dennoch halt auch irgendwie so ein Zeitpunkt da ist, eben halt auch so ein Impuls bei euch da ist. Also jetzt möchte ich da aber jetzt mal komplett anders vorgehen. Ich spüre, da ist etwas und ich möchte da selber für mich jetzt die Eigenverantwortung übernehmen und ja, da so Tacheles für mich haben. Also Tacheles reden, Tacheles noch nicht einmal reden, nämlich eben halt auch wahr, sondern eben halt auch so eine Haltung eben halt dem Gegenüber zu zeigen. Und das, diesen Impuls hatte ich jetzt gehabt und ich wollte erst nur ein Kartenblatt legen, so wie ich das so bei meinen Monatsorakeln mache. Und habe aber dann gedacht, ich spezifiziere das noch ein wenig und zwar gehe ich da jetzt in die einzelnen Elementegruppen rein. Ja, und das wird jetzt auch hier nicht vier Videos, sondern ich habe mich auch dazu entschlossen, eben halt ein Video zu drehen. Und werde dann unten in die Infobox schreiben, welches Element wann anfängt. Und ich beginne jetzt mit den Wasserzeichen, danach werden die Feuerzeichen folgen, dann die Erdelemente und dann die Luftelemente. Dann habe ich noch mitgebracht, also nach jedem Reading werde ich hier noch eine Karte aus dem Seelenpartner-Orakel ziehen und dann nochmal hier Liebes-Orakel Amos-Botschaften. Da werde ich auch nochmal, je nachdem, die springen ja häufig so raus, da gucke ich mal, ob eine, zwei oder so, ne? Schauen wir mal, wie die sich da so gleich verhalten. Ich habe hier rechts noch liegen meine Rider-Waite-Tarot-Deck.
Da weiß ich aber noch nicht so ganz genau, ob das im Einsatz kommt. Das entscheide ich eben halt auch dann so, wie es jetzt sich hier gleich so gestaltet, ja? Also weiterhin ist es auf jeden Fall so, ob du Dame oder Mann bist, bist du auf jeden Fall die 29 im Kartenblatt. Ach so, was noch wichtig ist, weil ich es halt auch hier so vom Kollektiv mitbekommen habe, dass viel Drittpersonen ein Thema sind. Und da werde ich halt auch speziell drauf schauen, gibt es da irgendwas mit einer Drittperson, die da irgendwie rummischelt und welche, jetzt fällt mir das Wort nicht an, welche, ja, jetzt fällt mir das noch gerade nicht an, was ich da sagen will, welche, da gibt es denn sowas, welche Bedeutung, das gibt es doch gar nicht, welche Bedeutung das haben kann oder ist da eben halt vielleicht auch nur in deinem Köpfchen etwas, wo du meinst, da ist noch irgendwie eine dritte Person, die mir gefährlich wird oder so. Fängt ja lustig an. So, okay, ich starte jetzt mal direkt. So, und beginne wie gesagt mit den Wasserelementen und zwar für Krebse, Skorpione und Fische. Krebse, Skorpione und Fische. Ja, und zwar eben halt, was ist da mit dem Gegenüber? Wie steht ihr da zueinander? Was ist da jetzt gerade los? Was dürfen wir jetzt wissen für die Wasserelemente, liebe geistige Welt? Krebse, Skorpione, Fische. Was ist da gerade los? Was dürfen wir wissen? Vielen herzlichen Dank. So. Dann geht's los mit dem Herz. Zwei. Neuaufschwung. Neue Liebe. Mal schauen. Eins, zwei, vier. Zwei, vier, fünf. Da seid ihr schon. Sechs, sieben, acht, neun. Alles drauf? Ja. So, ihr habt euch direkt hier in den Fokus gelegt. Ja, im Haus des Baumes. Und wie ich nämlich gerade schon sagte, ihr stellt euch auch jetzt in den Fokus. Also viele, wie gesagt, gehen jetzt da wirklich in die Eigenverantwortung, handeln eben halt auch für sich und übernehmen quasi für sich selbst das Zepter, sind nicht mehr zu sehr beim Gegenüber, ja. So, da ist schon euer Gegenüber im Haus der Sterne, im Haus der Klarheit. Aha, die Sterne legen sich hier in das Haus des Parkes. Ja, auch wenn es jetzt vielleicht hier und da nicht so möglich ist, sich zu sehen, immer wegen der aktuellen Situation, spricht der Park trotzdem von einem Treffen. Wer dann eben halt, musste man dann halt mal schauen, eben halt, wann das ist mit dem Treffen. Ja, nichtsdestotrotz kann auch der Park eben halt auch das sich öffnen bedeuten. Ja, so, das ist erstmal das dazu. Ja. Wie gesagt, ihr lebt hier im Haus des Baumes und der Gegenüber liegt hier im Haus der Sterne, hat auch den Baum hier direkt vor sich liegen. Sogar mit dem Buch. Hier wird also meines Erachtens schon bei eurem Gegenüber schon lange geschwiegen. Lange geschwiegen und das behütet man sozusagen schon sehr lange. Treu, ja, also das Buch liegt hier im Haus des Hundes, das spricht so für die Treue. Und die Thematik kennt ihr hier bei eurem Gegenüber, ja, dass er sich eben halt, und deswegen kam mir auch das sich öffnen mit dem Park in den Sinn, ja, dass ihr diese Thematik mit ihm kennt, weil er liegt ja, ich bleibe bei er, ne, ist einfacher für mich, weil er eben halt hier in der Vergangenheit eben halt auch liegt. Dass diese Thematik da nicht unbekannt ist zwischen euch, dass es da womöglich halt auch schon lange um eine Entscheidung geht, vielleicht halt auch beidseitig, ja, dass es nicht jetzt nur bei eurem Gegenüber so ist, sondern eben halt auch bei dir so ist, dass da irgendwie halt so dieses Damoklesschwert von Entscheidung eben halt hier im Raum steht, Lösungsfindung, Entscheidungskraft, entscheidungsfreudig, also eben halt jetzt mal so überhaupt erstmal irgendwie so einen Weg einzuschlagen quasi. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man hat hier immer wieder halt auch ja, abgewartet und
ist in diese Energie gegangen, wenn da kommuniziert worden ist, ja, und in dieser Kommunikation ihr da schon eben halt so ein Stück weitergekommen seid, man sich irgendwie halt auch sogar einig war, so quasi wie so eine Art Plan hattet, aber dieser Plan nicht zur Umsetzung gekommen ist, weil man dann in diesen Weg halt auch womöglich nicht angegangen ist, ja. Und ich nehme eben halt auch hier wahr, wenn ich jetzt mal, weil wir wollen ja halt auch gerade jetzt mal beim Gegenüber halt auch schauen, dann bleibe ich mal gerade auch hier in der Ecke, wo euer Gegenüber liegt. Ist es eben halt so, ja, dass hier wirklich etwas im, ja, wie soll ich mal sagen, dass hier diese Prüfung, also irgendwo sehe ich hier schon so eine Art Wille, ja, also ich will ja schon, ich will irgendwie etwas tun, aber es geht nicht vorwärts. Und zwar womöglich, ich nehme hier halt auch wahr, dass man da zum einen nicht ehrlich zu sich selber war, also ich bin weiterhin, wie gesagt, beim Gegenüber, dass das Gegenüber nicht ehrlich zu sich selber war, irgendwo schon auf jeden Fall den Weg halt auch hier mit euch einschlagen wollte, aber dass es da irgendetwas gibt, wovon du nichts weißt, und er sich wahrscheinlich auch nicht getraut hat, irgendwie zu sagen, immer wieder eben halt auch herumgeschlichen ist um eine Antwort, und ja, wie gesagt, du eben halt dann da so in diese Energie gegangen bist, okay, ne, dann lasse ich ihm da noch Zeit oder bevor er dann ganz weg ist und nicht mehr bei mir ist und so weiter, habe ich eben halt Verständnis gezeigt und so weiter und so fort. Also da spürt jeder für sich bitte mal rein, was es da bei einem selber ist an Gefühl, wieso, weshalb, warum ihr da eventuell in der Vergangenheit nicht da einen Schritt für euch gemacht habt, ja, also für euch eben halt da schon mal eher Tacheles geredet habt, kann gut auch an Entwicklungsweg liegen, also da gibt es wirklich mehrere Dinge, ja, dass man da nicht die Sache angegangen ist und da hinterfragt hat oder eben halt für sich hinterfragt hat und vielleicht halt auch ein bisschen hartnäckig beim Gegenüber dran geblieben ist, ja. Also da gibt es ja wirklich viele Varianten, aber hier habe ich wirklich schon so das Gefühl, euer Gegenüber hat hier halt auch auf jeden Fall Gespräche beziehungsweise gedankliche Auseinandersetzungen mit, ja, mit im Haus, also die Routen liegen hier im Haus der Schlange und die Schlange ist ja nun mal halt auch eine andere Person. Bitte da jetzt switchen. Also die Schlange ist also, wenn ich jetzt ein persönliches Reading für dich habe, ist es eine weibliche Person, im allgemeinen Reading kann es aber auch ein Mann sein. Wie gesagt, eben halt je nachdem, wer hier schaut, bitte umswitchen. Ja? Ich bleibe jetzt mal weiterhin bei der Frau, weil, wie ich gerade schon mal sagte, ist es eben halt für mich einfacher. Wenn ich hier sehe, ja, dass hier das Haus und der Baum ist und hier liegen eben halt auch jetzt die gedanklichen Auseinandersetzungen mit einem häuslichen Bereich, wo da halt auch immer noch auch da irgendwelche Entscheidungen anstehen, wovon du wohl nichts weißt, weil das Buch ist hier dabei. Hier sind unheimliche Belastungen, ja, was den häuslichen Bereich betrifft. Bei dem einen oder anderen scheint es hier in der Tat halt auch um eine Thematik wirklich um Gesundheit zu gehen. Ja, diese Frau, die ich hier wahrnehme, muss jetzt nicht unbedingt eine Partnerin sein. Das kann auch eben halt ein Familienmitglied sein, wo es eben halt dieser Person nicht gut geht. Und ja, ich habe jetzt gerade so nämlich als nächste Frage oder als nächsten Impuls, was hindert denn dann halt trotz alledem? Ja, auch wenn das natürlich schlimm ist, sage ich mal, wenn es da jemanden aus der Familie oder eben halt auch, wenn es da um eine Partnerin geht, wenn es ihr da nicht gut geht, dass man sich da dennoch, wie soll ich mal sagen, nicht lösen kann, ja. Ja, wieso ist das nicht geschehen? Ich habe das Gefühl, weil sich das Herz hier als erstes hinlegt mit dem Kind, ja, dass man eben halt da nicht seinem Gefühl eben halt auch folgt, ja. Das ist das eine. Das andere, wenn das hier wirklich bei euch beiden schon um eine lange Zeit geht, und das nehme ich wirklich wahr, Sekunde,
Entschuldigung, das nämlich war, weil hier der Baum ist, ja, und weil es hier schon um eine Entscheidung geht, die ist eben halt schon lange, wie gesagt, wie so ein Damoklesschwert über euch schwebt, ja, da ist also, ja, irgendwo hängt man da so ein bisschen fest und, ja, und kommt da an dieser Stelle eben halt nicht weiter und das kann eben halt auch sein, weil euer Gegenüber, sich aber auch fragt, ja, weil wenn ich hier sehe, dass der Fuchs und das Schiff ist halt unter der Hauptperson, also unter eurem Gegenüber und der Fuchs liegt hier im Haus des Ringes, ja, und das bedeutet halt auch für mich, dass irgendwie, wie soll ich mal sagen, dass euer Gegenüber eben halt auch irgendwie immer wieder in dieselbe Schleife eben halt auch geht. Und zwar nicht mit euch. Irgendwo habe ich das Gefühl, wirklich zwischen euch, ja, zwischen euch kriege ich da wirklich so ein Gefühl rein. Ich kann das jetzt gerade noch gar nicht unbedingt so anhand der Karten festmachen, aber ich habe das Gefühl, zwischen euch scheint es zu stimmen. Weil der Baum spricht ja halt auch fürs Leben. Also so plakativ sage ich gar nicht so gerne, aber plakativ kann ich wirklich sagen, du bist die Frau, du bist der Mann des Lebens, ja. Und aber wie gesagt, man geht hier immer wieder in dieselbe Schleife eben halt auch hinein. Was ist hier beim Gegenüber, was er womöglich ausblendet, wo er wie gesagt nicht seinem Herzen folgt? Was ist es, was ihn quasi abhält? Mal sehen, ob wir da so mal so ein Stück näher kommen. Wieso, weshalb, warum? Ja, ihr letztendlich noch nicht zusammen seid, ja, oder zusammen seid oder, wie soll ich das mal sagen, also euer Leben leben könnt, ja, wieso ist das nicht gegeben? Und ich nehme hier wahr, ja, weil eben halt das Buch hier bei eurem Gegenüber liegt mit dem Buch. Das ist eine Prüfung, das ist das Lernen, aber eben halt auch respektive, nämlich hier zum Park, ja, der wie gesagt ja auch das für sich öffnen spricht, ist ja eben halt hier das verschlossene Buch. Also hat er eben halt auch die Prüfung beziehungsweise eben halt das Lernen, sich zu öffnen. Und zwar dahingehend, im Haus des Buches liegt der Sarg und im Sarg liegt eben halt das Haus. Hier hat sich anscheinend halt auch wie so eine Struktur eingeschlichen. Eine Struktur eingeschlichen, obwohl es eurem Gegenüber da überhaupt gar nicht mehr mit gut geht, dass er dennoch wie gesagt, immer wieder in diese falschen Kreisläufe geht und an den falschen Dingen quasi eben halt auch festhält, ja. Hier ist eben halt eindeutig zu sehen, wenn ich mal diese drei Karten nehme, die jetzt beim Gegenüber, also unter ihm liegt, ja, die er entweder verdrängt oder eben halt wirklich womöglich nicht weiß, ja, ist es eben halt so, dass hier die falschen Kreisläufe liegen und der Fuchs ist ja immer für mich guter Hinweis, schau mal da genauer hin und das ist hier die richtige Seite, ja. Und der Fuchs sagt letztendlich, dass die Sonne, ja, die liegt hier im Haus des Herzens und letztendlich hast du hier, beziehungsweise habt ihr, könnte ich ruhig sagen, so, ja, dass hier das Herz als erstes liegt. Also da ist ja wirklich viel Liebe, viel Gefühl eben halt auch da. Letztendlich denke ich schon, dass eurem Gegenüber das eben halt auch bewusst ist, dass da sehr, sehr viel Gefühl ist. Hier hat es aber auch halt auch schon viele Verletzungen zwischen euch, will ich mal sagen, zwischen euch eben halt gegeben. Aber wie gesagt, ich möchte mich da eben halt auch so ein bisschen auf euren Gegenüber jetzt fokussieren, weil wir das ja mal so ein bisschen mehr beleuchten möchten. Und auf der anderen Seite, ne, ich muss jetzt mal, ich wollte jetzt gerade davon weggehen, das ist nicht so gut, weil ich da bleiben wollte, weil es hat natürlich auch nochmal etwas mit euch zu tun, da komme ich gleich zu. Also, wieso oder was gibt es da eben halt noch an Lösungsfindung, an Entscheidungen, was hier euren Gegenüber quasi, wie gesagt, abhält, dass ihr da glücklich und zufrieden, könnte man glatt sagen, leben könnt.
Mir scheint es eben halt schon, wenn ich hier schaue mit Routen und dem Anker, ja, das sind die Eckkarten von euch, ja, dass da wirklich immer wieder Stress und Streitereien gibt, eben halt wegen so einem altbekannten Thema. Und da sehe ich schon dieses altbekannte Thema, dass euer Gegenüber immer in diesen falschen Kreislauf geht und an den falschen Dingen, wie gesagt, eben halt auch festhält, ja. Und irgendwie hartnäckig könnte man glatt sagen, etwas nicht ausspricht. Ja, etwas nicht ausspricht. Erstmal Punkt, ja. So, die Ruten, womit euer Gegenüber sich auseinandersetzt, liegen im Haus der Schlange. Und die Schlange ist eben halt, wie gesagt, eine weibliche Person, wie gesagt, umdrehen. Und diese weibliche Person liegt im Haus des Herrn. Und die geht aber aus dem Kartenblatt raus. Also so eine ganz große Bedeutung kann sie eben halt auch gar nicht mehr haben, sonst wird sie da gar nicht rausgehen. Dennoch gibt es da irgendwo etwas, ja, wie gesagt, das ist ja nicht ganz losgelöst zwischen euch funktionieren kann. So will ich das mal sagen. Also sie ist auf jeden Fall, weil sie noch hier im Haus des Herrn liegt, ein wichtiger Mensch. Und ja, sie ist ein wichtiger Mensch. Sie liegt auf jeden Fall hier in der Vergangenheit. Wenn ich mir die Gedanken von dieser Frau hier anschaue, ja, hat sie in der Tat noch Hoffnung auf euer Gegenüber, dass sich da noch mal etwas neu entwickeln kann. Das sehe ich hier schon mit dem Kleeblatt, dem Kreuz und dem Herz. Ja, und im Kleeblatt liegt auch das Kind. Ja. Und da nehme ich auf jeden Fall wahr, dass ja, diese dritte Person, hier die Schlange, eben halt sich da in der Tat einen Neubeginn mit eurem Gegenüber wünscht. Und jetzt ist es eben halt diese Thematik der Prüfung eures Gegenübers, ja, und zwar eben halt hier womöglich bei einem Nein zu bleiben, ja, weil im Haus des Buches liegt eben halt der Sarg. Und irgendwo nehme ich halt auch wahr, mit dem Haus im Sarg, ja, eben halt eine andere Struktur dem Ganzen zu geben. Was das heißt, ist, ich sehe eben halt schon, dass euer Gegenüber da gar nicht groß einsteigen möchte mehr, ja, aber es gibt, wie gesagt, da irgendwie so eine Thematik, womöglich eben halt hier, was die Lilie betrifft, da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Sexualität drin, sondern da sehe ich eben halt vom Gegenüber, dass er immer wieder gibt, also immer wieder hilft, immer wieder unterstützt. Die Schlange kann, wie gesagt, mehrere Personen darstellen. Da müsst ihr wirklich reinspüren, ja. Das kann wirklich ein Familienmitglied sein, das kann eine Ex-Frau sein, eine Ex-Freundin sein. Also auf jeden Fall, wo er sich, ja, wie kommt sowas rüber, von verpflichtet irgendwie fühlt. Also er hat so dieses Gefühl der Verpflichtung, dass er da irgendwie helfen muss. Und da spüre ich eben halt aber auch ganz deutlich, dass du da jetzt quasi für dich deinen Riegel vorsetzen möchtest, dass du da ja, dass du da eben halt an einen gewissen Punkt für dich angekommen bist, wo du nicht mehr damit konform gehst, dass du da quasi beinahe wie so an zweiter Stelle stehst, ja, also da halt auch immer womöglich halt auch, wie gesagt, Verständnis aufgebracht hast, nachgegeben hast, ja, aber jetzt eben halt ja, nicht mehr dazu bereit bist, will ich mal sagen, ja. Jetzt ist es aber so, da scheint irgendwie diese Frau, die hier liegt, ja, irgendwie etwas, ja, wie soll ich das mal sagen, nicht verstanden zu haben, ja, dass eben halt hier die viele Hilfe, die von eurem Gegenüber war, euer Gegenüber liegt in Sterne, ja, hier sind Sterne, Lilie, Störche, dass er da nämlich schon etwas verändert hat. Also da schon etwas dazu gesagt hat, also das geht nicht mehr und ich habe doch jetzt jemand an meiner Seite und das gibt immer wieder Stress, immer Streitigkeiten zwischen uns und da hat es schon öfter diese Thematik gegeben, ja, der Entscheidung beziehungsweise, wie soll ich mal sagen, da scheint ja irgendwie halt auch so ein Gefühl dazwischen euch zu sein, nicht so der,
wie soll ich mal sagen, ja, so dieser Zusammengehörigkeit, also diesem Gefühl, du bist ganz bei mir und ich bin auch ganz bei dir. Jetzt ist es ja so, dass wenn du etwas in dieser Richtung bei deinem Gegenüber wahrnimmst, hat es natürlich halt auch immer auch etwas mit dir zu tun. Es zeigt ja halt auch etwas für dich auf, ne? Also, wo könnte eben halt dein Gegenüber wiederum dieses Gefühl haben, ja, du bist nicht ganz bei ihm, wo stehst du nicht ganz zu dir? Und ich denke, dieser Punkt ist ihm halt jetzt gerade gekommen, dass er nicht die ganze Zeit gespürt hat, dass du so zu dir stehst, also in die Eigenverantwortung gehst und ja, ihm halt vieles so akzeptiert hast und dadurch, dass sozusagen die ganze Zeit eben halt so hingeplätschert ist und man nicht da eben halt für sich so eigentlich halt auch vielleicht hat spüren lassen, mir passt das gar nicht so. Man hat den anderen so ein bisschen machen lassen, könnte ich mir glatt vorstellen, ja, aus verschiedensten Gründen, ne? Und jetzt ist, wie gesagt, aber dieser Zeitpunkt da, wo du eben halt wirklich neue Grenzen setzt, Möglichkeit für dich hast, durch eine neue Haltung, durch ein eigenverantwortliches Handeln und auch Denken, also Denk- und Verhaltensmuster änderst, dich ganz neu, ganz anders zeigst. Und jetzt sage ich dir was, und ich glaube, ich kann dann schon glatt zum Ende kommen. Wenn ich dann sehe, nämlich du hast hier den Turm, ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Kind halt auch im, Entschuldigung, Turm halt auch im Kind. Da liegt eben halt auch letztendlich deine Chance eben halt auch da drin, nämlich hier weiter eine Grenze insofern zu setzen, ja, noch nicht, nämlich nicht mehr hier in die Streitereien zu gehen, in die Kommunikation und in den Stress und so weiter, ja, in viel Chaos, ja, die Eulen legen sich halt auch ihr in Wolken, das ist viel Chaos, sondern eben halt zu zeigen, im Außen zu zeigen, ich habe dir jetzt auch eben halt schon genügend dazu gesagt, und ihn spüren lassen, das kannst du nicht mehr mit mir so machen. Auf Zukunft nicht mehr. Und das fruchtet. Hier ist der Schlüssel mit der Sicherheit, dass du es auch tun wirst und auch tun sollst, weil der Schlüssel ist eben halt auch der Erfolg. Ja? Und der Reiter ist eben halt letztendlich in deinem Haus. Und der Reiter sagt mir eben halt auch Denken und Verhaltensstrukturen und eben halt auch aktiv zu sein. Nicht aktiv hier. Aktiv hier. Und deshalb liegst du auch im Fokus. Ja, im Baum legt man den Fokus auf sich. Und da scheint schon was passiert zu sein, dass er sich sagt, ups, was ist das? Jetzt bin ich wohl gefordert. Ja, und was ich super gut finde, ist also hier mit dem Erfolg, der im Berg liegt, also diese Hürde für dich anzunehmen, weil da stecken ja auch Ängste drin, ne? Ängste, diese Haltung zu zeigen. Ja, aber was passiert, wenn ich so eine Haltung jetzt an den Tag lege und mal so ein bisschen strenger werde? Ja, was passiert dann mit meinem Gegenüber? Bin ich weg? Bin ich weg? Ja, bin ich weg oder ist er weg? Ja, also das schwingt mit, weil du selber betrittst neuen Boden. Und ja, zeigst dich anders, ne? Und super gut ist, das wollte ich gerade sagen, wie gesagt, der Schlüssel im Berg. Berg ist eben halt auch die Herausforderung, einen Berg in der Tat zu beklimmen, wenn man das mal so bildlich sieht, ja. Und der Berg liegt im Kreuz. Also es ist hier die Aufgabe vom Gegenüber, aber auch eben halt deine Aufgabe. Und was ich super gut finde, ist das Kreuz mit den Mäusen. Das heißt für dich, ja, du wirst auf jeden Fall etwas von Karma abgelöst haben, ja, und kommst dann mehr hier in die ausgleichende Gerechtigkeit, könnte man glatt sagen. Das ist super. Und auch hier mit dem Kleeblatt im Turm, und der liegt ja halt auch bei dir, dass diese Chance eben halt wirklich da ist, durch dein neues Auftreten, es hier in eurer Liebe zu einem Aufschwung kommen kann.
Und die Wolken legen sich hier ins Haus des Schiffes, was eben halt auch bedeutet, die Entwicklung beziehungsweise kommen jetzt noch mal weitere Unklarheiten, Sorgen, Verwirrungen womöglich, die du aber schon kennst aus der Vergangenheit, eben halt auch auf dich zu. Und dann kommst du hier neu und verändert um die Ecke und gehst hier die Thematik mit dem Turm weiterhin an, ja. Und gibst ihm halt diese Haltung von nein, so nicht mehr. Hier ist ja eben halt auch diese falsche Kommunikation letztendlich gelaufen. Hier denke ich mal auch für euch mit dem Brief und Fuchs und dem Park, ja, dass ihr da nicht authentisch wart und aus, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, ne, nicht authentisch gewesen seid. Das war eben halt auch euer Entwicklungsweg, ja, aber jetzt spürt ihr, dass ihr an einem anderen Punkt angekommen seid und hier kann halt auch Kommunikation stattgefunden haben, wo ihr euch schon von gewissen Dingen, von gewissen Chaos, ja, befreit habt und es angegangen seid. Also man kann glatt sagen, ihr seid da irgendwie über euren Zweifel, über eure Ängste quasi hinweggestiegen und habt da den Mut genommen und etwas kommuniziert. Und dieses, was ihr kommuniziert habt, da dürft ihr jetzt eine Haltung zu zeigen, eben halt auch dabei zu bleiben, ja. Eben halt mehr und mehr in die Authentizität zu kommen und in ein klares Auftreten. Ich sehe hier schon eine ganze Menge Potenzial, zumal eben halt hier mit dem Herz und dem Kind, ja, dass da Aufschwung ist und dass dadurch, dass du, wie gesagt, diesen Nebel hebst und dich verändert zeigst, kann hier eine ganz neue Struktur stattfinden. Beim Gegenüber ist es so, wenn ich da mal auf weitere Zukunft schaue, da haben wir noch mal weiterhin diese Unterstützerkarte. Da kommt euer Gegenüber. Dann haben wir noch den Fuchs mit dem Schlüssel da liegen. Also, erstmal das, was ich jetzt hier so liegen habe, denke ich schon, dass er weiter daran arbeitet, einen Weg für sich da zu finden. Weg raus aus diesem Unterstützen, aus dieser gebenden Position. Ja, auch alleine, weil er möchte euch nämlich gar nicht verlieren. Also auch weiterhin eben halt durch eure Haltung. Deswegen sehe ich das ja auch hier so erfolgreich, ja. Es wird aber so sein, dass er immer wieder mal hier in dieses Herumschleichen reingeht. Und ja, wie soll ich mal sagen, nochmal in so ein alte Verhaltensmuster hineinstolpert. Ja, aber ich finde, wie gesagt, dass das, so wie du auftreten wirst in Zukunft, und das sehe ich eben halt auch hier dran, ja, mit dem Baum und dem Sarg, dass man da Gewohnheiten in der Tat ja, sterben lässt, ne? Also eine Transformation eben halt auch da stattfindet. Und das wird dann letztendlich eben halt zu euch zugutekommen. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass es hier beim Gegenüber nochmal um die Ursprungsfamilie halt auch gehen kann. Weil hier ist sowas berühmt-berüchtigtes von mit dem Sarg vom Loslassen sein lassen, was aber schon ganz schön in die Tiefe hier geht, also was eben eurem Gegenüber wirklich ganz schön schwer fällt, also quasi wirklich förmlich krank macht, dass er da nicht loslassen kann. Also nicht, das ist verkehrt ausgedrückt, nicht so schnell loslassen kann. Ich glaube wirklich, dass er da für sich Lösungen findet und dass er hier wahrscheinlich noch so, wie gesagt, hier ein bisschen was dazu braucht. Weil er nicht so richtig weiß, wie macht man das. Und das geht halt auch hier für ihn so in die Tiefe, ins Eingemachte, in die Emotionen eben halt auch hinein. Aber er muss eben halt auch lernen, eben halt auch auf seine Bedürfnisse, so wie ich jetzt gerade sagte, auf den Impuls zu hören. Ich habe den Impuls eben halt auch, ja, ich möchte anders leben. Ich habe ganz andere Bedürfnisse mit meiner Gegenüber, was ich in Zukunft leben möchte. Und da bedarf es eben halt dann auch mal, auch die Punkt, Punkt, Punkt in der Hose zu haben. Und da eben halt wirklich diese Hürde auch zu nehmen, ja, also auch da zu transformieren.
eben halt weiterhin Nein zu sagen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass da die Prüfung eben halt auch dahin geht, dass diese andere Frau eben halt, die hier liegt, ja, ihn es insofern nicht ganz so leicht macht, weil die irgendwie sich die Chance erhofft, naja, vielleicht wird das ja doch noch mal was und naja, vielleicht kommt er zu mir zurück, je nachdem, welche Person das hier ist, ja. Und auch, dass die Person quasi, ja, die hier liegt mit der Schlange, das war so in der Vergangenheit, habe ich so ein bisschen das Gefühl von Jein. Also ich habe wohl, der ist wohl klar geworden, wie soll ich das mal sagen? Da ist wohl klar geworden, ich möchte da, ich möchte da für mich etwas ändern, aber irgendwie ist etwas nicht angekommen bei dieser Person. Sonst würde sie höchstwahrscheinlich halt auch nicht diese Gedanken haben oder sie schiebt das beiseite. Also auch diese Person hat natürlich ihre Aufgaben, schiebt das eben halt beiseite und ich sag mal, Versuch ist quasi nicht strafbar und dass sie sich immer halt sagt, ja, dann ich versuche das jetzt einfach nochmal. Ne? Ich glaube, hier bedarf es eben halt wirklich ein ganz, ganz klares Nein. Und ich denke, dass das Gegenüber dazu bereit ist, weil er liegt in Sterne, Sterne im Park, Park eben halt auch wiederum im Anker. Und das finde ich dann letztendlich gut. Also man bleibt quasi schon irgendwie so bei der Aussage des Neins. Aber man mag ja die andere Person irgendwie. Also man möchte ihr dieser Person wohl nicht so vor den Kopf stoßen, so will ich das mal sagen. Aber hier scheint es eben halt nicht anders möglich zu sein, es nochmal ganz, ganz deutlich zu sagen, du, wenn das und das da nicht aufhört, dann können wir uns auch nicht mehr sehen, nicht mehr kommunizieren oder sonstiges. Ja, da muss ich dich wirklich ganz sein lassen. Ja. Okay, jetzt bin ich bereit. Mach. Ist ja nur die Hülle. So, pack ich mal hier weg. Jetzt nehme ich noch eine Seelenpartnerkarte. Romantische Liebe, überhäufe den Menschen, den du liebst, mit deiner Aufmerksamkeit und Zuneigung. Kein weiterer Kommentar für euren Gegenüber eigentlich, ne? Beziehungsweise respektive gesagt, du bist auf einem guten Weg, ne? Ach, ich wollte schon wieder dahin gehen. Ich betuck mich hier selber mit meinem Päckchen hier, mit meinen Schachteln. So. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Jetzt steht hier, eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Das ist hier, ja. Das hatte ich schon jetzt zu Beginn angesprochen. Ja, vielleicht kann es wirklich sein, dass bei dem einen oder anderen es wirklich so ist, dass man eben halt sagt, die Grenze ist jetzt absolut hier und ja, ich wende mich ab und lasse eine neue Liebe hinein, aber was ich wirklich hier eher wahrnehme, ist eine neue Liebe mit dem Herz und dem Kinn. Ist, upsa, halt auch ein Aufschwung eurer Liebe. Das ist dann auch neu, eine neue Basis. Ja, das nehme ich ehrlich gesagt eher wahr. Aber vielleicht ist sie, wie gesagt, bei dem einen oder anderen, aber auch das, dass man sagt, so finito, ich öffne mich für jemanden Neues. Ja. So, ich hoffe, liebe Wasserelemente, liebe Krebse, Skorpione, Fische, dass ich euch mit diesem Reading helfen konnte.
Und ich wende mich jetzt den Feuerzeichen zu. Ich danke euch, ihr lieben Wasserelemente. Vielleicht möchtet ihr ja jetzt abschalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ich dir mit diesem Reading helfen konnte in deiner Situation. So, jetzt bin ich hier. So, jetzt tue ich das aber auch weg. Bei meinen lieben Feuerzeichen. Und zwar Widder, Löwe, Schütze. Ja, was ist denn da bei euch los? Beginne sofort. Für die lieben Feuer. Ja, die Dame sollte ich aber mal mit reinnehmen. Das ist ja auch krass. So, Widder, Löwe, Schütze. Was ist bei eurem Gegenüber los? Wie liegt ihr zueinander? Was dürfen wir wissen? Wenn es Drittpersonen gibt, die mögen sich bitte dann halt auch deutlich ins Kartenblatt legen. Vielen herzlichen Dank. Für die Feuerelemente. Auch für euch ziehe ich nach diesem Reading eine Karte aus dem Seelenpartner-Deck und eine aus den Liebesbotschaften. Jetzt wollte ich nochmal mischen. Amos Botschaft, noch so ähnlich heißt sie, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, ach, mit dem Buch. Der Prüfung bzw. dem Verschlossenen. Die geschlossene Seite des Buches zieht sich jetzt quasi hier durch das Kartenblatt durch. Ist auch eine Prüfung, aber damit kommt jetzt etwas im Gange. Genau mit dieser Thematik der Prüfung bzw. was im Verborgenen liegt, ja, auch im Geheimen liegt. Und das, was im Geheimen liegt, hat man das nicht gerade erst, natürlich hat man es gerade erst auch schon bei den Wasserzeichen, kommt, ist eben halt schon lange, da liegt schon lange etwas im Geheimen, ja. So, 3, 4, da seid ihr ja schon, ihr lieben Feuerzeichen, an Position 4 und euer Gegenüber direkt am Rücken, an 5. Position, da liegt also gerade wirklich euer starker Fokus drauf auf das Gegenüber, ja. Rücken an Rücken, man kann auch sagen, hier wird wirklich sich der Rücken gegenseitig gestärkt für etwas, was wir jetzt noch nicht wissen. Ich bin ja nicht so weit. Ne? 2, 4, 6, 7, 8, 9. So, was haben wir denn da? Woran hält denn das Gegenüber fest? Hält auch fest, das hatten wir gerade in der Tat echt bei den Wasserelementen auch. Hier geht es also auch irgendwo um Unterstützung, um Nehmen und Geben. Ich möchte aber euer Gegenüber jetzt wirklich so peu à peu sich da rausziehen. Er hat da anscheinend, ja, oder hält ihm halt anscheinend an etwas eben halt auch noch fest, ja, wie gesagt, an einer Thematik von, ja, von Nehmen und Geben, ja, irgendwas nehme ich hier auch an Disharmonie wahr. Die Lilie liegt hier im Haus der Schlange, also die Schlange, die ja halt auch eine andere Person ist, im privaten Reading eine weibliche Person, im allgemeinen Reading kann es jetzt halt auch hier um einen Mann gehen. Ich bleibe aber bei der Frau, weil es für mich halt auch einfacher ist, ja. Also hier scheint etwas von unterstützen, um die Unterstützung zu gehen, wo man eben halt irgendwie abhängig ist. Hier nämlich ein Abhängigkeitsverhältnis war oder eine Abhängigkeitssituation war. Ja, ich habe das Gefühl, halt hier mit der Abhängigkeitssituation, wo man Angst hat, sich eben halt auch hier zu lösen und da eben halt mehr in eine eigene Haltung zu gehen. Ich glaube, euer Gegenüber möchte da schon aus so einer gewissen Situation eben halt auch aussteigen, traut sich aber irgendwie nicht so konsequent oder wie soll ich mal sagen, nicht konsequent, traut sich nicht eben halt bei einem beim Nein, ein Nein auszusprechen oder eine Haltung zu zeigen, die eben halt diese Situation erfordern würde. Eher geht euer Gegenüber in so einer Beobachterposition. Ich habe nicht alles ausgelegt. Der Fuchs schaut schon auf die Schlange liegt im Haus des Berges. So, und die Wolken liegen hier im Haus des Kreuzes. Aha, okay. Interessant ist, wer jetzt vielleicht doch sich alle Readings anschaut oder vielleicht auch einen Aszendent im Wasserelement hat,
wird vielleicht festgestellt haben, dass, ansonsten sage ich das jetzt eben, dass das Kreuz auch gerade bei den Wasserelementen auch in der Sense gelegen hat. Ja, also da sagt man eben halt auch hier, plötzlich ist die Lebensaufgabe da, plötzlich zeigt sich das Schicksal, plötzlich zeigen sich die Aufgaben. Ja, jetzt ist was dran, heißt es. Und es wird nicht mehr aufgeschoben, es wird jetzt angegangen und es soll auch angegangen werden. Und zwar eben halt, deswegen hatte ich auch gerade schon gesagt, hier ist ja halt auch Buch und Kreuz, ja, also eben halt hier wird eine Prüfung angegangen. Und immer wenn eine Prüfung hier mit im Spiel ist, auch mit in Verbindung mit dem Kreuz, heißt es für mich eben halt auch, dass es diese Prüfung schon mal gegeben hat. Und aus welchen Gründen auch immer, wertfrei gesagt, vielleicht hat man diese so ein Stückchen für Stückchen angehen können, ja, oder halt auch wollen, wie auch immer, da spürt bitte für euch hinein. Fakt ist, dass diese Situation, das kann aber auch sein, dass das wirklich wie so ein Lebensthema ist, und so ein Lebensthema machst du nicht mal mir nichts, dir nichts, ach, da zücke ich die Sense und fertig ab, ja, ein Lebensthema zieht sich eben halt auch wirklich quer durchs Leben durch, ja, und jeder ist da natürlich auch nochmal ganz anders gestrickt, wie er oder sie eben halt damit umgehen kann, ja. Fakt ist, wie gesagt, jetzt sagt die geistige Welt, hey, ich gebe dir jetzt wieder die Chance, und zwar die Chance eben halt für dich und dein Gegenüber, ja, also ich bin jetzt wirklich bei der Energie bei eures Gegenübers und spreche halt auch die ganze Zeit für ihn, für sie, dass die geistige Welt eben halt für euer Gegenüber sagt, liegt ja eben halt auch im Baum im Übrigen, ne, habe ich glaube ich schon gesagt, dass eben halt hier das, was nämlich schon in der Vergangenheit war, wie gesagt, irgendwas, etwas nicht zustande kommen kann, weil da eine Thematik nicht abgeschlossen ist bei eurem Gegenüber, aber jetzt die geistige Welt die Chance gibt, eben halt hier in die Entwicklung zu gehen, sich in Bewegung zu setzen. Ihr liegt im Haus, ja, also hier, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen liegen hier im Haus, ja, und hier geht es eben halt auch um euch, ja, das Herz, die Gefühle sind sowieso schon bei euch angekommen, und hier ist es aber so, dass man immer wieder sich um Entscheidungen drückt, beim Gegenüber ist auch nochmal die Entscheidung unter ihm. Hier sieht man auch ganz deutlich eben halt der Reiter unter ihm. Im Haus des Reiters ist die Prüfung. Verschaffe Klarheit, geh in die Veränderung. Geh in klare, deutliche Veränderung, so dass die Schlange das auch spürt. Ja, hier ist die Schlange mit dem Fuchs. Und im Fuchs liegen die Wege, sogar Platztausch. Ne? Wege im Fuchs, Fuchs in Wege. Das heißt, ja, man ist immer hier um diese Thematik herumgeschlichen. Außerdem scheint mir hier eine Situation zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier um familiäre Themen geht, sondern wirklich um eine andere weibliche Person, weil hier der Ring halt auch dabei ist. Außerdem habe ich noch das Gefühl, dass die Schlange, da gibt es auch jemanden, ja, Ring und Bär. Der Bär ist ja nun halt auch eine andere Person. In einem privaten Reading ist der Bär ein Mann. Auch hier bitte umdrehen, ne? Das ist sonst alles so verwirrend, wenn ich immer er und sie und er und so weiter sage. Ja, also von daher bleibe ich hier bei der Frau und bleibe hier halt auch bei dem Mann. Und hier ist es eben halt so, dass es eben halt bei der Schlange, also bei von eurem Gegenüber, diese Schlange, da gibt es in der Tat noch ein Thema mit einer Ex, wie auch immer, ich denke mal eine Ex, wo es aber eben halt schon jemand anders gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier mit dem Fuchs, der dann auf die Schlange schaut, ist auf jeden Fall letztendlich für das Gegenüber gesagt, schau dir diese Person eben halt doch mal genauer an. Wovor hast du dich da eigentlich, wovor drückst du dich denn da eigentlich, vor welcher Entscheidung, ja? Also hier läuft ja irgendwo halt auch etwas gar nicht richtig, will ich mal sagen, ja? Wie gesagt, wieso sind da eigentlich letztendlich immer Entscheidungen getroffen, entweder die in einer verkehrten Richtung gegangen sind, also in Richtung einer verkehrten Person, könnte man glatt sagen, ja. Du hast also Entscheidungen getroffen, ja, die in ihre Richtung gegangen sind und nicht in die Richtung hier meiner lieben Zuschauerin, also Zuschauerinnen und Zuschauer, hier mit der 29, denn da liegt ja euer Herz, da liegt ja eure Sehnsucht, da ist es, da seid ihr eben halt auch angekommen, ja. Genau, da seid ihr eben halt auch angekommen.
Und jetzt möchte ich eben halt auch mal einen Blick hier noch auf jeden Fall auch auf euch geben. Hier, ihr schaut eben halt im Brief, Baum und Buch. Hier scheint mir, weil das eben halt erstmal halt auch im Rücken eures Gegenübers liegt, dass da eine Kommunikation stattgefunden hat, wo du, muss ich jetzt mal darauf zeigen, wo du etwas entweder schon, ja, meines Erachtens schon geäußert hast und da man ein Kartenblatt von links nach rechts liest, ja, wird da halt auch noch mal etwas kommen, wo du quasi etwas mitteilst, was schon lange bei dir wiederum im Verborgenen liegt. Also irgendwo kommt mir hier eben halt auch rüber, dass es wichtig ist, dass du deinem Gegenüber weiterhin mitteilst, was ist denn eigentlich, also aus etwas nicht ein Geheimnis machst, ja? Also ein Geheimnis insofern, ja, ein nee, genau, ein Geheimnis machst. Ich hoffe, ihr könnt mir hier noch folgen. Und zwar habe ich irgendwas Gefühl. Unter euch liegt eben halt das Herz mit dem Fuchs und dem Park. Da haben wir es nämlich. Das habe ich gesucht. Park spricht nämlich halt auch von dem sich öffnen. Man hat sich nicht getraut, sich zu öffnen dem Gegenüber, was die Gefühle betrifft. Ich glaube, das Gegenüber bei einigen, das wird nicht bei allen sein, aber bei einigen kann ich mir gut vorstellen, dass man sich lange kennt. Hier ist halt auch schon wieder der Baum. Also es war gerade bei den Wasserelementen auch, da war der Baum auch sehr prägnant. Also dass man sich da schon wirklich lange kennt, man lange sozusagen mit dem Gegenüber an der Oberfläche gekratzt hat. Gibt es auch schon bei einigen von euch einen Kontakt, ja, wie gesagt, den es sehr, sehr lange gibt. Aber hier nehme ich halt auch wahr mit dem Brief, weil er auch im Schiff liegt und Schiff spricht von der Entwicklung und der Brief kann hier in Bezug auf die Entwicklung eben halt von der Oberfläche sprechen, ja, dass man eben halt da nicht in die Tiefe gegangen ist, sodass der Gegenüber vielleicht sogar halt auch ahnungslos war, hey, die hatte Gefühle für mich. Gut, wir hatten jetzt da immer lange schon Kontakt und aber so richtig wissen, dass da wirklich Empfindungen sind und was man sich da vielleicht vorstellt mit dem Gegenüber, ist da anscheinend nicht passiert. Ich nehme hier wirklich eine ganze Menge an Gefühl wahr, aber ihr liegt ja halt auch beide sehr unbewusst, ne? Bedeutet eben halt auch, viele Karten sind ihr eben halt auch unter euch. Vielleicht hat diese Schlange schon länger eine Bedeutung oder länger ist das Thema vielleicht halt auch Frau. Also nicht vielleicht sogar eine spezielle, sondern eben halt, dass es da durch die Zeit, die ihr euch da kennt, immer wieder halt auch Frauen gegeben hat. Und ja, genau, Frauen gegeben hat. Und da euer Gegenüber irgendwie halt ja auch irgendwie nicht so gespürt hat, da ist so viel Zuneigung, dass man sich da etwas Festeres eben halt vorstellen kann. Ja, also sowas stelle ich mir hier vor. Und sich dann halt auch immer wieder anderen Frauen zugewandt hat. Ja, es kann sein, dass das jetzt wirklich nur für einige von euch zutrifft, aber sowas in der Art kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ja. Und jetzt ist es irgendwie an der Zeit, raus aus dieser Oberfläche zu gehen und eurem Gegenüber mitzuteilen, was da eigentlich in euch vorgeht. Genau. Also quasi es nicht mehr so annehmt, dass dass man sich sozusagen gegenseitig den Rücken stärkt und dass man sich gegenseitig den Rücken stärkt und wie soll ich mal sagen,
irgendwie halt also auch schon so eine, so ein Gefühl hat von Win-Win. Du gibst mir was, ich gebe dir was. Aber letztendlich eine Intention eigentlich in eine ganz andere Richtung geht, nämlich eigentlich in Richtung Liebe und Partnerschaft. Also insbesondere wohl halt auch der Partnerschaft. Irgendwas, also wirklich hier, ja, mit Blumen, Schlüssel, Sterne und dann nehme ich sogar den Sarg hier noch im Haus des Briefes wahr. Also da nehme ich wirklich halt auch raus aus dieser Oberfläche, rein in die Tiefe. Hier wirklich auch tiefgründige Erkenntnisse oder beziehungsweise ja eben halt Gefühle ja äußert, also da wirklich etwas in die Veränderung bringt, so nehme ich das hier wahr. Also irgendwie wisst ihr so voneinander gar nicht, was ihr überhaupt da voneinander wollt, habe ich so das Gefühl. Das Herz ist letztendlich angekommen. Guck mal, das habt ihr hier beide unter euch. Hier liegt auch Herzensweg. Und jetzt sagt irgendwie die geistige Welt, wie gesagt, also wie lange eiert ihr denn da jetzt noch rum? Wieso findet ihr denn da nicht so zueinander? Irgendwie wird hier nicht kommuniziert. Also nicht richtig kommuniziert, so will ich mal sagen. Hier, und da, das kommt auch so, wenn ich das hier sehe, Haus, Ring, Klee. Und bei eurem Gegenüber Ruten, Schlüssel, Kind. Also ihr bringt da wirklich meines Erachtens eine neue Struktur rein. Also ihr geht mit der Kommunikation im... Ich muss niesen, glaube ich. Es juckt aber, ihr will nicht kommen. Entschuldigung. Das, ja, ich, das nehme ich an. Warte mal, das ist gar nicht Struktur. Vielleicht war das deswegen, dass der Nieser sie vielleicht kommen wollte. Das Haus bedeutet halt auch, ehrlich zu sich selber zu sein. Wie viel Gefühl ist nämlich da? Wie viel Gefühl ist nämlich bei eurem Gegenüber? Also in Richtung eures Gegenübers. Wieso hat er sich da immer wieder halt auch abgewandt? Und genau, wieso hat er sich eigentlich immer wieder von euch abgewandt? Ne? Was ist da eben halt so unausgesprochen? Also hier liegt wirklich Klarheit im Verborgenen und die darf verändert werden. Scheint aber noch ein bisschen, wie soll ich mal sagen, so ein Stein im Bauch beim Gegenüber zu liegen, sich da eben halt nicht zu trauen, sich zu öffnen. Aber das liegt eben halt daran, ja, wenn ich hier sehe, im Haus der Störche liegt der Mond. Also da ist schon auf jeden Fall dieses Bedürfnis da und ja, da in die Veränderung zu gehen, also in die Kommunikation zu treten, eben halt auch über Zweifel hinwegzugehen. Aber der Knackpunkt ist eben halt, im Haus des Mondes liegt der Berg und im Berg liegt die Schlange. Also unter dem Motto, solange du irgendwie halt da auch nicht weißt, wie es da so bei dem anderen, was bei dem anderen so los ist, wie soll ich mal sagen, kommt hier etwas nicht so richtig im Gang. Und ich glaube, dass dadurch, dass das, was hier liegt, ja, mit dem Buch und Baum und dem Brief und du selber, ja, ist, glaube ich, erstmal gefragt, ehrlich zu dir selber zu sein, ja. So wirklich das Gefühl, ihm halt zu fragen, was möchte ich eigentlich? Für wen schlägt da eigentlich mein Herz und wie schlägt es? Na, ist es vielleicht irgendwie nur eine wirklich nur eine Freundschaftsbasis und? Oder ist es wirklich etwas Tiefgründigeres und dass man da wirklich mal den nächsten Schritt wagt, ne? Ja. Ich glaube, dass das, ne, ich glaube nicht nur, ich sehe, dass das wirklich kommen wird, weil beim Gegenüber sind Ruten, Schlüssel, Kind. Also hier wird wirklich auch ja, kommuniziert und das mit Sicherheit und mit dem Kind eventuell halt auch anders, vielleicht halt auch neugierig. Ja, neugierig, eben halt neugierig, mal etwas anderes, wie gesagt, auszuprobieren.
ja, vielleicht den anderen vielleicht mal so ein bisschen aus der Reserve eben halt auch zu locken. Ich habe irgendwie, wie gesagt, das Gefühl, dass das Gegenüber nicht richtig weiß, was du fühlst. Du hast hier Haus Ring Klee vor dir. Also hier haben wir nämlich halt dann auch nochmal die Thematik mit dem Ring, mit der Beziehung da auch da liegen. Letztendlich sehe ich hier schon mit dem Haus und dem Ring, ja, man möchte endlich mal ankommen. Und da besteht aber jetzt die gute Chance dazu. Im Haus des Gegenübers liegt auch das Kleeblatt und im Haus des Kleeblatts liegt wiederum der Baum und dann wären wir halt auch nochmal hier direkt beim Gegenüber. Also hier kommt mir wirklich ganz deutlich rüber, sich zu öffnen, eine Gewohnheitsstruktur, also eine Gewohnheit, was ja im Denken und Verhalten natürlich, sage ich jetzt mal, betrifft, einen anderen Weg einzuschlagen. Also nicht ja, einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich denke mal, dass du dabei bist. Also da muss schon irgendetwas gewesen sein mit eurem Gegenüber. Aber wie gesagt, das kommt jetzt halt auch noch. Und ich habe auch noch mal das Gefühl, dass hier mit dem Gegenüber und der Schlange, die hier liegt, ja, die Schlange schaut in den Ring im Park. Der Park liegt in Sonne und die Sonne liegt unter der Schlange. Die Schlange. Da kommt, da kommt etwas ins Außen. Was euch irgendwie die Augen öffnen wird. Und deswegen halt auch nochmal hier die Beobachterposition. Ja. Das kann noch mal mit einem Treffen zusammenhängen. Wie gesagt, je nachdem natürlich, wie sich jetzt die allgemeine Situation zeigen wird, ne, was eben halt den Virus betrifft, wie man sich da überhaupt treffen kann. Aber es kann halt ja auch noch hier noch dauern, ne? Vielleicht wirklich erst, ja, wenn es wärmer wird mit der Sonne, dass man sich da irgendwie trifft. Auf jeden Fall kommt da etwas für euer Gegenüber ins Bewusstsein. Und ja, ich spüre gerade mal in mich hinein. Kriegt das nicht so an Impuls jetzt ehrlich gesagt hin. Also es kommt kein Impuls, so will ich das mal eher sagen. Es hängt höchstwahrscheinlich eben halt hiermit zusammen. Ja, da ist noch Anker und die Lilie. Dann kommt allerdings die Mäuse, wie ich vorhin angefangen habe zu reden. Ja, und dann kommt eben halt der Turm. Dass man irgendetwas da an etwas festhält, weil im Haus der Lilie liegt eben halt auch wiederum die Sonne. Ne? Und die Lilie liegt auch im Haus der Schlange, also hat es hier etwas mit dieser Person zu tun, woran man festhält und aber sich letztendlich schon nicht ganz wohl im Halt dabei fühlt, ne? Weil die Mäuse sind nun halt auch dabei und da möchte man ja auch etwas ändern. Da liegt ja halt auch die Störche liegen ja halt auch dabei. Und ich sehe aber hier schon mit Lilie, Mond und Sarg, dass da etwas auf jeden Fall an, ja, an dieser Unterstützung zu Ende geht, dass man da doch mehr seinen
Bedürfnissen folgt, also da irgendwie halt da irgendetwas nicht mehr mitmachen möchte, so kommt mir das rüber. Ja, es ist, letztendlich ist es irgendwie schade, wenn ich die Reihe hier sehe, Kreuz, Schiff, Haus, Herz und Wege. Ja, da ist das Haus, das Herz ist angekommen und letztendlich ist da wirklich auch so viel Sehnsucht eben halt ja auch da. Und hier ist alles noch nicht ganz eindeutig und deswegen, ja genau, deswegen komme ich da jetzt nicht so ganz zum Konsens beziehungsweise zu einem Impuls, etwas weiteres noch dazu zu äußern. Warum? Weil ich das, was ich hatte etwas ganz, ganz zu Beginn gesagt. Das Buch liegt mit der verschlossenen Seite zum kompletten Kartenblatt. Und wenn die geistige Welt sagt, hey, du, liebes Feuerelement, hast da etwas für dich noch mitzunehmen. Du darfst etwas noch nicht vom Gegenüber wissen. Und da wird es noch einen kurzen Moment dauern, Baum in Klee, ja, wo etwas noch im Verborgenen bleibt, bis dann Klarheit reinkommt. Die kommt mit Sicherheit. Also würde ich fast sagen, dass deinem Gegenüber noch ein bisschen wursteln. Letztendlich diese Reihen gefallen mir eben halt gut. Haus, Ring, Klee, Ruten, Schlüssel, Kind. Das hat eine gute Energie für die Zukunft hin. Also muss da noch irgendwie was gewurstelt werden. Okay, jetzt ziehe ich hier noch eine Seelenpartner-Orakelkarte für euch oder für dich. Für dich, liebes Feuerelement, das ist schon. Upsa. Die Liebe vermag alles, die 31. Die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Die Liebe vermag alles, die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Dann ziehe ich noch aus dem Liebesorakel. Oder je nachdem, vielleicht springt es ja auch eine Karte für euch. Da ist sie. Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Wie schön. Ja, dann folge deinen Träumen. Das sind übrigens auch die Sterne. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr lieben Feuerzeichen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Reading helfen konnte. Und ja, alles Liebe für euch, ganz viel Kraft und bringt Klarheit in diese dunkle Sache, was hier im Dunklen und Verborgenen liegt, ja? Okay, dann mache ich jetzt weiter mit den Erdelementen. Und zwar für Stiere, Jungfrau, Steinbock. Jungfrau, Stier, Steinbock. Habe ich, glaube ich, gerade gar nicht gesagt beim Feuerelement. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, liebes Erdelement. Du bist hier die Dame im Kartenblatt, ja, egal ob Frau oder Mann. Und das Gegenüber, was ich mir jetzt näher anschauen möchte, ist dann der Herr. Ja, ich hatte das aber auch schon, bevor ich überhaupt losgelegt habe, erklärt. Deswegen kann ich auch jetzt hier sofort loslegen für Stiere, Jungfrau, Steinbock. Was ist da beim Gegenüber los? Was dürfen wir wissen? Gibt es eine Drittperson, die da irgendwie bei euch rummischelt, die da das Ganze hinderlich erweist, dass es da bei euch nicht vorwärts geht, wie auch immer, ja? Gibt es da jemand, das Haus hat sich umgedreht, ja, also häuslicher Bereich, Ursprungsfamilie, generell halt auch familiäre Themen,
Schauen wir mal, wo sich die Karte hinlegt. Ich trinke gerade mal einen Schluck. Danke. Los geht's. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, euer Gegenüber ist schon im Kartenblatt. Da liegt ihr, euer Gegenüber liegt in Stagnation und schaut auch noch in den Rückzug hinein. Mit Ruten und dem Kreuz, da nehme ich irgendwie ein Schuldgefühl wahr, dass beim Gegenüber irgendwie ein Schuldgefühl ist. Beziehungsweise so ein Gefühl von, ich muss irgendwas tun. Ja, ich muss nur mal weiter schauen, in welche Richtung. Ich denke mal schon, dass es hier um eine dritte Person gehen kann, weil die Ruten legen sich hier ins Haus der Schlange. Und die Schlange ist ja eine andere Person. Also in einem privaten Reading ist die Schlange eine weibliche Person. Ich bleibe in diesem Reading halt auch dabei bei einer weiblichen Person. Ihr dreht euch das, wie gesagt, immer wieder um, ne? Oh, ihr geht raus. Ihr geht raus aus dem Kartenblatt. Halalala. Ihr habt euch hier unten reingelegt, hier ins Haus des Herrn. Sei auf jeden Fall schon mal gesagt, dass ihr eurem Gegenüber sehr wichtig zeigt. Hier, wenn die Position halt auch so eingenommen wird, ja, von euch, ist es so, man hat ja mal das komplette Kartenblatt hinter sich, ne? Und das heißt für mich eben halt auch, mit dem Gegenüber ist halt auch eine ganze Menge passiert. Womöglich möchte sich jetzt hier wirklich möchte sich irgendwie ein Zyklus beendet werden. Das kommt mir hier so als erstes rüber in Bezug allein schon so auf diese Position, die ich eben halt hier liegen habe, ja. Erstmal ein Zyklus beendet wird oder beendet werden kann. Ihr habt euch dann letztendlich hier in den Rahmen des Kartenblattes gelegt, also sprich eben halt in eine Eckkarte, und da haben wir eben halt Park, Turm, Wolken, und dann kommt ihr, hier kommt mir wirklich rüber, weil auch der Park hier als erstes ist, dass sich öffnen, beziehungsweise eben halt auch bei dem einen oder anderen, je nachdem, wie das jetzt natürlich in allgemeiner Lage überhaupt möglich ist, dass es hier auch um ein Treffen gehen kann. Aber hier haben wir ja schon den Berg dabei liegen, das ist ja eben halt momentan schwierig, sich da zu treffen. Aber ich nehme, also mir kommt eher rüber, dass sich öffnen. Hier liegt auch das Kind dabei. Vielleicht ist es auch wirklich schwierig, eben halt für dich, dich zu öffnen. Womöglich halt auch hier einen Schritt zu tun mit dem Kind, ja. Eben halt einen Schritt zu tun. Wie gesagt, eben halt in Hinsicht des sich zu öffnen, ja. Sense liegt im Übrigen in Sense, ist immer eine Karte, die gerne gesehen werden möchte, weil sie sich ins eigene Haus legt. Ich gucke jetzt direkt mal durch, ob hier noch eine andere Karte im eigenen Haus liegt. Nein, ich glaube nicht, nee. Genau. Ist nicht. Das wollte ich sagen mit genau. Was ich hier wahrnehme, ist, ja, genau, in der Eckkarte liegt eben halt auch die Wolken im Kreuz. Und Kreuz liegt wiederum halt im Wolken. Das ist ein sogenannter Platztausch, und das ist halt auch nochmal so ein Hinweis dahingehend, dass es jetzt hier um Enttäuschungen, Unklarheiten, Verwirrungen und auch Ängsten geht. Ich nehme das oftmals halt auch nochmal so wahr mit den Wolken, dass man da über den Schatten springt. Dass das eben halt Thema ist. Und über den Schatten zu springen, würde dann eben halt auch bedeuten, wie gesagt, sich eben halt, ja, vielleicht auch weiterhin zu öffnen. Weil, wie gesagt, ihr habt das Kartenblatt hinter euch, nehme ich dann halt auch wahr, dass das jetzt irgendwie schon geschehen ist. Ja, also die zugängliche Seite zum Park, die zugängliche Seite des Berges liegt zum Park, heißt für mich eben halt auch, da hat man schon eine Hürde genommen.
Also man hat sich da eben halt auch geöffnet. Aber irgendwie scheint es jetzt, weil euer Gegenüber eben halt auch im Sarg liegt, ja, eben halt hier irgendwie nicht so ganz weiterzugehen. Ja, es stagniert, es ist verzögert sich, es zeigt sich womöglich weiterhin eben halt auch problematisch. Aber das hält Gott sei Dank nur eine kurze Weile an und zumal halt auch nochmal im Berg liegen eben halt auch die Mäuse. Und dann sehe ich hier schon auf jeden Fall einen Aufschwung liegen. Da kommt halt auch wieder Leidenschaft. Die Leidenschaft wächst halt auch, ja. Und irgendwo, was auch für euch wichtig ist, da kommt irgendwie so ein Ausgleich der Gerechtigkeit. Ja, da sagt Karma eben, jetzt bist du dran, jetzt darfst du halt auch mal empfangen, weil mir scheint, du hast lange, lange gegeben in Richtung deines Gegenübers. So, oder ich möchte mir ja aber auch jetzt hier vermehrt das Gegenüber eben halt auch anschauen. Deswegen switche ich da jetzt mal rüber. Allzu viel gibt er ja nicht preis. Scheint eben halt wirklich jemand zu sein, ja, der nicht gerne viel von sich preisgibt. Ja, er gibt keine Gedanken preis. Er hat ganz viele Karten wohl unter sich. Er hat zwar hier eine Kartenreihe oder letztendlich zwei unmittelbare Karten vor sich eben halt auch liegen. Ja, ansonsten, na gut, dann gibt er hier halt auch nochmal Preis, was jetzt hier in der Vergangenheit liegt. Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es hier mit den Ruten und dem Kreuz darum gehen kann, dass man hier irgendwie ein Schuldgefühl hat. Und zwar ein Schuldgefühl dahingehend, dass euer Gegenüber wiederum seine Kraft, sich eben halt für das Gebende, wie soll ich das mal sagen? Jetzt, Moment, ich muss eben gerade mal hineinspüren. Also er ist, er, ja, er oder sie ist eben halt der Meinung, ich muss dieser Person helfen, ich muss dieser Person etwas geben. Und welche Person das jetzt ist, also da müsst ihr bitte für euch reinspüren, weil ich nicht erkennen kann im Moment, ob es wirklich hier eine Ex-Partnerin ist oder ob es hier um ein familiäres Thema geht, ja, kann ich es gerade gar nicht ganz so wahrnehmen. Vielleicht komme ich da jetzt gleich noch hin, ja. Ich steige ja quasi erstmal ein. Was ich nämlich sagen kann ist, und das ist halt auch hier mit den Ruten so ein Hin- und Hergerissensein Gefühl, ja, so ein innerer Kampf, den ich nämlich auch hier wahrnehme bei euren Gegenüber. Aber dieser innere Kampf, irgendwie, das schiebt er irgendwie so weg. Also dieses Falsche dazu beenden, hat auch irgendwie Zweifel, die letztendlich irgendwie unnötig sind, ja. Man achtet hier nicht so auf seine eigenen Bedürfnisse und ja, hier nehme ich schon noch mal eine ganze Menge an Verdrängung eben halt auch wahr, ja, und letztendlich eben halt auch mit dieser Verdrängung bei eurem Gegenüber ist es halt auch so, dass ich hier spüre, damit geht es ihm auch gar nicht gut. Das ist hier wie so ein Dampftopf, ja, wo etwas wirklich innerlich kocht. Wirklich auch irgendwo so droht eigentlich letztendlich, ja, dass der Deckel so aufspringt quasi, ja. Aber dazu würde es eben halt wirklich bedürfen, dass euer Gegenüber diesem Falschen eben halt auch da ein Ende setzt. Ich habe irgendwo so das Gefühl, dass er aber jetzt gerade schon so ein bisschen dabei ist, eben halt dem Ganzen ein Ende zu setzen. Weil hier mit dem Turm sehe ich ja eben halt auch so dieses Nein und Grenzen setzen und eine Haltung zeigen. Was ich aber noch dazu sagen wollte, hier mit den Ruten in Schlange und so weiter, ja, also dieser innere Kampf und Nehmen und Geben und so weiter, ja, ist so, dass die Schlange sich hier ins Haus der Dame gelegt hat. Hier sind wirklich zwei Personen, die eben halt wichtig sind und das bist eben halt du und diese andere Mensch, der da noch ist, ne? Das nehme ich eben halt hier wahr. Vielleicht ist es sogar so, dass diese dritte Person dich sogar halt auch kennt. Die liegt ja nun halt sehr, sehr dicht bei dir. Die schaut dich halt auch hier irgendwie an. Man kann auch glatt sagen, die hängt dir irgendwie im Nacken. Und bei dieser anderen Person nämlich da muss es irgendwie eine andere Verbindung auch noch gegeben haben. Also hier ist sogar noch eine sozusagen eine vierte Person mit im Spiel.
Da scheint mir irgendwas mit einer finanziellen Situation zu sein, weil hier die Fische dabei liegen ich wollte gerade sagen, weil die Fische mit den Fischen dabei liegen, weil die Fischekarte eben halt hierbei liegt, ja. Irgendwie liegt das hier ganz schön verzwickt, finde ich. Hier ist auf jeden Fall schon was sehr lange gewesen. Also zwischen euch beiden. Hier mit Haus, Baum und Herz. Da ist auch wahrscheinlich so im Laufe der Zeit wirklich auch etwas herangereift. Und ja, ist schon so eine lange Liebe, die ich hier zwischen euch sehe. Und man hat auch schon lange an etwas hier festgehalten. Und hier spricht aber jetzt die Sense davon, die ist ja halt auch hier bei euch im Kopf noch mit der schriftlichen Kommunikation, wo man da wirklich jetzt einen Cut setzt, beziehungsweise etwas durchtrennt. Und das ist auch hier eure Aufgabe. Ich komme irgendwie doch immer wieder zu euch irgendwie halt auch hin, ne? Also an die Situation für euch als Erdelement. Und ich wollte mich ja eigentlich mehr fokussieren auf das Gegenüber. Eigentlich gibt ihr ja beide nicht viel Preis, ne? Du liegst da, er liegt da und du gehst raus. Er ist in Rückzug, bei ihm stagniert es. Wobei ich die Position hier mit dem Turm gar nicht mal so schlecht finde, ja, weil Turm in Blumen ist so im Laufe meiner Beratertätigkeit heißt das so, Rückzug, der da ist, ist ganz gut, weil man sich da eben halt auch so wie hier jetzt mit den Sternen sich in der Tat Klarheit verschaffen möchte, ne? Und wahrscheinlich das Gegenüber, weil es wo auch gerade belastet ist. Ne? Wenn man da im Haus des Sarges liegt, ist man halt auch belastet. Sich da erstmal so ein bisschen neu sortieren muss, so quasi, ja. Und dann haben wir nämlich hier mit den Blumen im Brief letztendlich halt auch nochmal hier Heilung für euch beide liegen, aber halt auch positive Nachrichten, ja. Ich sehe hier halt auch, kann auch eine diplomatische Antwort sein, ja, weil man wahrscheinlich hier irgendwie mit dieser, ja, weil man ja eben halt dann auch so innerlich hin und her gerissen ist und so einen innerlichen Kampf irgendwie halt hat und eben halt wahrscheinlich noch nicht so 100% klar ist, weil sonst wird ja dann nicht der Rückzug mit der Klarheit eben halt auch liegen. Letztendlich dürfte aber hier mit Turm, Sterne, Blumen. Ich lasse die Wolken mal ganz kurz außen vor. Aber hier in diesem, wenn man sich zurückzieht, schon klar zu sein, was man möchte. Also wo da die Wunscherfüllung ist, ja, wo man eben halt ankommen möchte. Ne? Dazu bedarf es aber wirklich in der Tat, hier die Wolken halt auch anzugehen. Also die Wolken beiseite zu schieben und wirklich dann da in diese Klarheit zu kommen und sich womöglich halt auch klar zu machen, welchen Anteil du hier hast, also du gegenüber hast, mit die Enttäuschung, die du eben halt auch mit reingebracht hast, ja, also immer wieder halt auch dazu zu sagen, zurück zur Schlange und da wieder eben halt wieder zu geben, zu geben, zu geben. Und ich sag ja, es ist echt viel los im Kollektiv. Ich bin jetzt beim dritten Element und also in dem dritten. In den dritten, in dem dritten Reading, ja, wo ich wirklich so ja angespannte Dinge sehe, also auch Dinge, die ja die es schon so unheimlich lange gibt, ne? Und wo ich wirklich spüre, dass die geistige Welt sagt, liebe Leute, jetzt habt ihr wirklich so viel Zeit gehabt. Jetzt muss da mal Bewegung reinkommen. Aber so richtig,
so eine richtige Bewegung, ja, also so wirklich, dass man Ergebnis hat, womit man was anfangen kann, ja, das spüre ich irgendwie halt so deutlich. Und wie gesagt, das ist das dritte Reading, wo ich das spüre, wo es jetzt, wo man jetzt so an so einem Zyklusende, deswegen nahm ich das gerade schon so wahr, an so einem Zyklusende kommt. Also nicht nochmal in so eine Schleife zu gehen, sondern eben halt wirklich zu lernen, in die Transformation zu gehen. Dieses lange sozusagen, dieses lange Verharren zu beenden. Das habe ich hier so im Gefühl. Und bei euch Erdelementen nehme ich halt wahr, weil ihr diese Position einnimmt, weil ihr liegt auch im Herren, ja. Und das bedeutet, das ist ja auch eine Eigenschaft. Das heißt, ihr seid jetzt sozusagen an diesem Punkt gekommen, wo ihr mehr in den Verstand geht und aus dem Verstand eben halt heraus ja die Dinge tut, die ihr halt tut. Und ihr geht eben halt auch konform mit dem Turm. Also weiterhin oder ja, weiterhin kann ich sagen, weil es liegt ja eben halt auch hinter euch. Von daher kann ich eben halt weiterhin eben halt auch Grenzen zu setzen, eine Haltung zu zeigen, eine klare Haltung zu zeigen. Das habe ich echt bei den anderen beiden Readings, Wasser- und Feuerelement, auch schon gehabt. Eine klare Haltung zu zeigen, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und nein weiterhin zu sagen, nein zu einer vielleicht, wo ihr, wie gesagt, an einem langen Warten, Aushalten und festgehalten habt. Und da sagt die Sense, nee, also das wird jetzt hier mal ganz schön durchbrochen. Und ich denke mal, das muss nicht mit solchen Riesenschritten vor sich gehen. Lernt ruhig, kleine Schritte weiterzumachen. Und zwar dahingehend auf euer Herz zu hören und in die Eigenliebe eben halt auch zu gehen. Ich glaube, da hängt auch viel eben halt auch hinter. Ich habe auch das Gefühl, das ist hier eine Seelenverbindung zwischen euch. Ja, und ich nehme auch hier mit der Fischekarte wahr, dass hier oft geflohen ist, eben halt genau vor diesem Zeitpunkt, wo ihr jetzt seid. Ihr seid jetzt im Zenit angekommen, an so einem Punkt angekommen, wo nicht mehr zurückgegangen wird, sondern weiterhin vorwärts. Und zwar Schritt für Schritt für Schritt. Ja. Okay. Das war mein Schlusssatz. Jetzt ziehe ich noch eine Karte auf den Seelenpartner-Orakel. Da ist sie schon. Schätze diesen Augenblick, die Karte 33. Jede Situation birgt in sich die Chance zu wachsen und Liebe zu finden. Ach Gott, das ist es. Die Liebe wächst zu euch und aber auch zu eurem Gegenüber. Ich steige da jetzt erstmal nicht mehr ein. Egal, was da jetzt angenommen wirklich auch dabei rumkommt, ja. Man kann auch in Liebe Nein sagen und den anderen gehen lassen, ne? Oder eben halt zu schauen, was kommt denn jetzt hier an Klarheit raus? Ja, so viel gibt das Gegenüber leider nicht preis. Irgendwo sagt die geistige Welt, wir halten hier noch die Hand drüber. Ihr dürft dann noch etwas nicht wissen, weil sich hier etwas, ja, hier eine Chance eben halt verbirgt. Ja, jede Situation birgt in sich die Chance zu wachsen und Liebe zu finden. Und hier wächst die Liebe. Und das ist auch nochmal Wachstum, ja. Und Neubeginn. Und man könnte auch sagen, hier beginnt eben halt auch wieder etwas Neues. Schätze diesen Augenblick. Also auch wenn sich das nicht so toll anfühlt, ja, in der Situation, in der ihr jetzt gerade seid. Es hat alles seinen Sinn und es wird diese Nebelwand, die da ist, heben. Kommen wichtige Gespräche. Ich habe hier etwas liegen von karmischen Ausgleich, karmischer Gerechtigkeit. Eulen und Störche, ja, das ist eine wirklichen Umbruch in Bezug auf eure Verbindung. Ach, guck an, das ist der heimliche Verehrer. Das ist ja ein Ding. Vielleicht eben halt auch hier wirklich, das ist auch nochmal, ich ziehe nochmal eine, dass es hier vielleicht auch darum gehen kann, um eine neue Liebe. Ne, das kann auch sein.
Habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt, aber hier mit einem heimlichen Verehrer, ja, spürt mal da hinein, was es da wirklich für euch bedeuten kann. Moment, Telepathie, das Wort konnte ich nicht so gut lesen. Telepathie, ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Ich glaube, hier geht es um zweierlei. Ja, was ich meine mit zweierlei, dass innerhalb des Erdelements es wirklich darum gehen wird, dass das Gegenüber irgendwie, dass es da zum Ende kommen kann. Ja, vielleicht da wirklich schon jemand ist in eurem Umfeld, den ihr vielleicht noch nicht so wahrgenommen habt durch die Situation. Und die andere Gruppe, so wie ich mir vorstellen kann, ist es wirklich, ihr seid, das ist das, was mit der Seelenverbindung in was ich mit der Seelenverbindung in Verbindung bringe. Ja, da ist man eben halt telepathisch verbunden. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Also da ist wirklich die Chance auf mehr, will ich mal schlichtweg sagen. Herz, Kreuz, Fische, ja. Die geführte Liebe zu euch, die Seelenverbindung. Ja, ich danke euch, liebe Erdelemente, fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Reading helfen konnte und schon noch knifflig hier, finde ich, aber das wird schon. Ihr habt da einiges geschafft, weil sonst würde nicht so viel schon hinter euch liegen. Super, bleibt weiter im Selbstbewusstsein, im Bewusstsein, in der Stärke, in der Kraft. Okay, ich danke euch und ich wechsle jetzt zu den Luftzeichen. Genau. Hallo, ihr lieben Luftzeichen, alle Zwillinge, Wagen und Wassermänner. Ihr seid hier die Dame im Kartenblatt, ja, und egal ob du Dame oder Mann bist und dein Gegenüber wird der Herr sein, auch da bitte switchen. Ich möchte, weil jetzt gerade so viel im Kollektiv los ist mit dem Gegenüber, mich ein bisschen mehr auch auf das Gegenüber fokussieren. Je nachdem, wie ihr euch dann da reinlegt, gerade in den Erdelementen hatte ich jetzt gerade nochmal so dieses Gefühl von mir eben halt mehr das Erdelement eben halt anzuschauen als das Gegenüber, je nachdem, wie gesagt, was ich jetzt hier für einen Impuls reinbekomme. Ne? Mal sehen, wie sich das jetzt hier bei euch Luftzeichen zeigen wird. Zwillinge, Waage, Wassermann. Wie sich da das Gegenüber reinlegt, was wir wissen dürfen und ob es da eine dritte Person gibt, die da irgendwie mitmischelt, ob die da eine Position einnimmt, die das Ganze eben halt für euch ja nicht so förderlich ist. Das Haus fällt raus, Haus für die Struktur, für die Wahrheit zu sich selber, für in sich gefestigt zu sein, eigene Sicherheiten, Boden unter den Füßen. Ja, mal schauen, wo sich diese Karte hinlegt. Wollte sich ja jetzt wohl schon mal zeigen. So, Wolken als erstes. Ja, es ist so, ja, die erste Karte ist ja immer mit so der Aufschlag des Kartenblattes, ja. Wenn die dunkle Seite der Wolken, also quasi sich über das Kartenblatt legt, ist hier wirklich noch viel im Nebel, ja. Aber die erste Karte sagt halt auch, das kommt ja jetzt in Bewegung. Also genau mit dieser Nebelwand kommt jetzt etwas in Bewegung. Inwiefern, wie viel? Ja, das werden wir jetzt sehen. Hier haben wir die Kommunikation dabei, die auch unklar ist. Unklare Kommunikation. Aus dieser unklaren Kommunikation heraus scheint hier irgendwie erstmal ein Punkt gesetzt worden sein. Unklar? Nein, will ich nicht mehr. So kommt mir direkt hier rüber. Mal schauen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, da seid ihr. Ihr habt euch hier ins Haus der Schlange gelegt. Okay, mir kommt das so vor, als wenn ihr euch da jetzt ein bisschen kompliziert zeigt. Man irgendwie ein bisschen schwierig mit euch umgehen kann gerade, ja. Ihr habt hier den Anker vor euch liegen. Anker-Eulen. Hinter euch
Herz und Park, also Herz halt auch im Sarg, also da ist auch Liebeskummer gewesen. Womöglich hat das ein oder andere Luftelement auch hier etwas gesehen, was eben halt auch diesen Kummer ausgelöst haben kann, ja. Ich nehme aber natürlich auch immer, oder ich sage halt auch immer, wenn sich eine Themenkarte, so wie hier das Herz in den Sarg hineinlegt, dass es auch bedeutet Transformation. Hier möchte das Thema der Liebe eine neue Stufe erfahren. Das heißt das eben halt auch, ja. Irgendwo könnte ich mir auch gut vorstellen mit dem Herz und dem Park und hier drunter sind die Störche. Ach, ich gucke immer schon direkt weiter, ne, weil die Fische eben halt im Haus der Störche liegen, vermische ich das. Kommt dann immer sofort alles rausgesprudelt, ne. Also die Fische im Haus der Störche, habe ich so wirklich das Gefühl, dass in der Vergangenheit man eine Maske getragen hat in Bezug halt auf die Liebe, sich nicht da offen gezeigt hat, deswegen auch die Transformation in der Liebe, dass man eher davor geflohen ist, ja. Also sich eben halt dazu öffnen in Bezug halt auf die Liebe. Da hat man nicht das gezeigt, was eigentlich in einem vorgeht, also nicht authentisch genug. Da legen sich auch jetzt die Lilien dabei, warum ich sage auch, ich habe jetzt in den vergangenen Readings, also die ich jetzt hier gerade gedreht habe, Feuer, Wasser und Erde, da waren halt, da war auch die Karte der Lilie sehr prägnant und hier nehme ich die halt auch nochmal sehr, wie soll ich mal sagen, stark wahr. Die Lilie im Haus des Hundes, da der Hund auch nochmal hier kommt. Und da möchte ja auch etwas transformiert werden, was den Hund wiederum betrifft. Ja, das Haus war gerade auch nochmal rausgefallen. Das Haus liegt eben halt auch hier unter euch. Also hier ist auch irgendetwas, was verdrängt wird, nicht wahrgenommen wird, beziehungsweise im Unbewussten liegt. Ja, apropos Unbewussten, das Buch, was auch für das Unterbewusstsein spricht, ja, liegt im eigenen Haus, ja, und das liegt auch nochmal hier in eurer Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, hier ist nicht offen über Gefühle kommuniziert worden, beziehungsweise nicht kommuniziert, nicht gezeigt worden ist, ja. Man hat sich eigentlich in einer Situation lieb, brav angepasst, und er hat es da eben halt dann so schlummern lassen und hat eigentlich gesagt, naja, ich guck mal, was eigentlich vom Gegenüber kommt. Und dann wären wir schon in der Thematik des Erwartens, ne? Zu erwarten, ja, der andere soll sich doch bitte öffnen, ne? Und das sehe ich halt auch hier, euer Gegenüber liegt eben halt im Haus des Parkes. Eben halt auch im Haus des sich Öffnens, ne? Also man trifft das Gegenüber ja nicht so von ungefähr. Bedeutet, ja, dass das Gegenüber wahrscheinlich sich auch eher introvertiert zeigt als extrovertiert, ja, ist aber anscheinend jetzt bereit, sich zu öffnen, weil, wie gesagt, liegt im Haus des Parkes. Nichtsdestotrotz habe ich hier dennoch mit dem Blumen und dem Turm hier eine Kombination im Halt liegen, wo ich sage, das ist so eine Kombination, da habe ich wirklich im Laufe meiner Beratertätigkeit mit Blumen und Turm, wo man sagt, die Distanz, die jetzt da womöglich da ist oder noch kommen wird, weil das ja auch vor ihm liegt, ja, dass die gut ist, ja, weil man sich da wahrscheinlich irgendwie Klarheit verschaffen möchte. Jetzt hat er die Klarheit hier auch nochmal unter sich liegen. Also auch da irgendwo so eine Art von Flucht geht ja auch in Konform mit dem, also in Korrespondenz hier mit den Fischen, also auch, sage ich mal, ein Kandidat, wenn ich das mal so salopp sagen darf, der eher abtaucht, anstatt sich eben halt zu zeigen. Hier, was ich hier sehe, das ist schon nochmal ein bisschen anders als bei den anderen Elementen, die ich da hatte. Hier hält man ein bisschen daran fest, an einer Sache, wie man immer vorgegangen ist, ja. Also da muss ich wirklich auch sagen, das sehe ich eben halt auch hier bei euch, weil hier der Anker liegt, ja. Anker mit den Eulen. Normal schaue ich da eben halt auch bis zur Mitte. Ich möchte aber doch ganz gerne, weil der Hund im Haus liegt und das Haus liegt eben halt auch da drunter, ja, eben halt den Hund auch noch mit hineinnehmen. Hier hält man etwas fest an was man eben halt in der Vergangenheit auch schon so getan hat, ja. Man bleibt eher lieb, brav, angepasst, also eher dem
dem nicht öffnen, weil ihr euch sagt, nö, der andere öffnet sich ja auch nicht. Warum soll ich das denn machen? Also bleibe ich lieber dabei und ja, wie gesagt, der andere macht das ja auch nicht. Ne? Das ist doch eine andere Energie noch, die ich bei den, wie gesagt, bei den anderen Elementen wahrgenommen habe. Und ich habe so das Gefühl, weil das Gegenüber hat hier mit dem Kreuz und dem Brief eine Nachricht im Kopf, wo ich sage, dass es jetzt für wichtig anhält, also ja, zu kommunizieren bzw. eine Nachricht zu schreiben, die wohl diese Situation mal in Bewegung bringen soll. Aber das sehe ich jetzt eben halt auch noch nicht so ganz sofort. Ich meine, ich habe hier zwar den Brief hier liegen im Klee, das würde ja auch die Kürze bedeuten und das Kleeblatt für die Zeit für in Kürze, also eine Chance halt auch zu ergreifen, liegt ja halt auch hier bei euren Gegenüber. Und weil das Kreuz eben halt hier auch noch mitspricht, ja, ist es so, dass diese Nachricht auf jeden Fall kommen wird, weil ich könnte glatt sagen, dass die geistige Welt quasi eurem Gegenüber immer wieder so diese Impulse gibt, ja, hey, ne, schreib jetzt endlich mal, gib eine Geste, melde dich und du weißt doch schon, dass es wichtig ist, ja, also sowas, ne, so Eingebungen, so von wegen, hey, ich sollte doch da jetzt halt mal etwas tun, so unter dem Motto, ja. Was ich wiederum schön finde, ist da mit Turm und dem Baum, so könnte man glatt sagen, dass euer Gegenüber, weil der Turm eben halt auch von Abgrenzung spricht und eben halt auch sich von etwas, ja, von etwas zu trennen, was man eben halt auch schon lange gemacht hat, dass das Gegenüber sich eben halt auch sagt, du als Luftelement, bleibst da etwas treu und bleibst etwas treu, aber da sagt dein Gegenüber sich, also ich steig da jetzt aber aus. Ich bleib da nicht mehr in dieser Treue. Ich halte nicht an diesem immer wieder auf Abstand gehen und immer wieder sich nicht öffnen. Klar habe ich da auch etwas dazu beigetragen. Das ist eben noch nicht ganz klar. Das liegt jetzt hier drunter, ja. Aber ich nehme wirklich wahr, dass das Gegenüber Verantwortung für sich im Leben jetzt übernimmt. Und aus dem mit der Spiegelung, und das nimmt er jetzt nämlich mittlerweile wahr, also mehr ins, also dieses Bewusstsein, also mehr ins Bewusstsein ihm halt kommt, also das Gegenüber öffnet sich nicht oder zu wenig und flüchtet immer und ja, taucht immer wieder ab, ja. Und dass du das schon spürst, hey, bin ich nicht auch so? Ja, also man hat sich meines Erachtens hier schon, also das Gegenüber hat sich meines Erachtens schon mit sich auseinandergesetzt. Also da war anscheinend schon Rückzug gewesen, wo man sich mit sich selber auseinandergesetzt hat und dadurch eben halt aber auch schon Klarheit gewonnen hat. Ja, und aus dieser Klarheit heraus ergibt sich nämlich die Chance des Bewusstseins. Und das Bewusstsein liegt eben halt hier mit der Schlange in Sonne, also dass die Sonne sucht sogar nochmal ihr eigenes Haus und die, dass ihm bewusst ist, hey, ich gehe da immer Umwege, das Ganze zieht sich dadurch, weil wir immer Umwege gehen und etwas in die Länge gezogen wird, schon lange in die Länge gezogen wird. Und denk daran, du liegst in Schlange, ja? Also dein Gegenüber erkennt, dass das hier so eine Art Kaugummi-Prozess ist und sagt sich jetzt, also ich stehe da jetzt meinen Mann, meine Frau und übernehme das Zepter für mich. Ich treffe jetzt für mich eine Entscheidung. Ich brauche diesen Rückzug und treffe dann eine Entscheidung für mich. Und dadurch kann aber letztendlich hier wirklich etwas, was so kaugummimäßig war, in Gang kommen, weil mit Sense und Wege, da wird ein Weg abgekürzt, ja, und dann kommt auch etwas in mit der Liebe im Gang, ja, und eben halt darum auch dieser tiefgründige Prozess, der eben halt auch hier liegt, ne?
Also die Liebe, das Thema der Liebe und Beziehung auf eine andere Stufe zu bringen. Damit man nicht hier immer wieder eben halt in diese falschen Kreisläufe geht, schaut man immer halt hier, der Reiter, wie gesagt, bringt das da jetzt im Gang. Aber der Ring sozusagen liegt eben halt im Fuchs und der sagt eben halt durch immer wieder falsche Kreisläufe, durch immer wieder Abtauchen, ja, kommen wir da überhaupt gar kein Stück weiter. Und da scheint das Gegenüber schon ein Stück weit, ich will das nicht bewerten, ob mehr oder weniger, aber auf jeden Fall ist es ihm was klar geworden, dass dein Gegenüber eben halt der Meinung ist, ich muss jetzt was für mich unternehmen. Ich möchte da nicht weiterhin in diesen Kreislauf gehen. Und jetzt sehen wir doch in den anderen Readings, also das zieht sich wirklich komplett, ich hätte doch nur ein Kartenblatt legen brauchen, ehrlich gesagt. Ja, ich drehe das natürlich hier äußerst gerne, ne, für die einzelnen Elemente. Das soll das jetzt nicht heißen. Es soll eigentlich heißen, dass das Thema bei allen ist, bei allen Elementen jetzt. Ich steige da aus, ich mag dieses lange, ewige, woran man da festgehalten hat, diese ewigen Kreisläufe mache ich nicht mehr mit. Ich gehe hier in die Entwicklung, ich verfolge meine Ziele, das liegt im Kreuz, ja, im Kreuz liegt eben halt, wie gesagt, nämlich der Sarg. Ich sage nicht unbedingt hier, dass das ein Ende in der Liebe ist. Ich sage, es ist eine Entwicklung, was die Liebe betrifft, und zwar eben halt auch in die Selbstliebe, in die Eigenliebe zu gehen, und zwar indem ich mein Leben anpacke. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ihr lieben Luftzeichen, da könnt ihr euch von eurem Gegenüber mal so ein Scheibchen abschneiden. Ein Scheibchen abschneiden. Ja. Und dann haben wir nämlich hier halt auch die Heilung da liegen, ne? Und halt aber auch die Verbesserung und den Spaß halt auch da liegen. Letztendlich nehme ich halt ja auch, was ihr ja auch wollt. Ihr wollt ja Harmonie, ihr wollt tiefe Gefühle, ihr wollt fließen lassen. Eigentlich möchtet ihr eben halt auch Gefühle eben halt zeigen, aber wartet eigentlich immer letztendlich auf den Gegenüber. Ja, der soll es doch machen, die soll es doch machen. Dabei haltet ihr letztendlich, und deswegen habe ich den Hund hier mit reingenommen, mit den Eulen und dem Hund. Wisst ihr, was das ist? Und dann haltet ihr auch noch daran fest, Unzuverlässigkeit. Ihr seid euch selber unzuverlässig. Anstatt das zu machen, euer Leben in die Hand zu nehmen, egal in welche Richtung, ob das jetzt ein Ende ist, indem ihr eben halt sagt, nee, der, die ist es nicht, haltet ihr hartnäckig letztendlich irgendwie daran fest, an Unklarheiten, an Unklarheiten, tappt ihr lieber weiter im Nebel und geht dann womöglich Kreisläufe, ja, wo ihr eigentlich gar nicht hin wollt, wo ihr gar nicht hin wollt. Jetzt haben wir ja gesagt, oder ich habe gesagt, mischelt da noch eine andere Person mit, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ihr lieben Luftzeichen euch selber in die Schlange gelegt habt und die Schlange hier im Bewusstsein liegt und im Bewusstsein, also auch mit der Energie, ne, mit dem Bewusstsein in der Lilie liegt. Nee, ich habe nicht das Gefühl, da mischt noch jemand mit. Ich habe das Gefühl, hier fehlt der Mut, sich die Maske fallen zu lassen. Hier fehlt der Mut, Wolkenpark sich dem Gegenüber zu öffnen. Hier sind Ängste im Spiel. Hier sind wirklich Ängste im Spiel. Hier sind ganz viele Gefühle, ganz tiefe Gefühle, aber man hat Angst, sich zu öffnen. Und weil der eine sich nicht öffnet, öffnet sich der andere nicht. Aber ich, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, dass das Gegenüber, denke ich, jetzt irgendwie bereit ist, sich zu öffnen.
Und dann findet Transformation statt zwischen euch. Und dann erfährt die Verbindung zu euch eine ganz andere Qualität, eine viel, viel schönere, ein Wandel. Ein Wandel und Wachstum nehme ich wahr. Und mehr Vertrauen, mehr fallen lassen, mehr Genuss. Ja. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, Ende von On-Off, eben halt hinher, 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 sondern dem Herzen zu folgen. Okay, ihr Lieben. Jetzt ziehe ich noch eine Karte aus dem Seelenpartner-Orakel für euch, die Luftzeichen. Ich wollte gerade sagen, Zwillinge, Waage und Wassermann, da ist es schon. Die Nummer 19. Drücke Liebe durch Geschenke aus. Gib jemanden ein kleines Unterpfand deiner Liebe. Was rede ich? Ich werde verrückt. Schicksalhaftes Geschenk. Und der Rückzug für euch ist letztendlich, ja, der dann da kommen wird, war echt für euch dienlich, von diesem hartnäckigen, ich tauche wieder ab, abzugehen. Drücke Liebe durch Geschenke aus. Gib jemanden ein kleines Unterpfand deiner Liebe. Ach Gott, oh Gott. Ich brech zusammen. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss noch eine ziehen oder springen lassen. Ich drehe die mal um. Aha, okay. Gut, wir schauen mal. Wenn keine mehr springen möchte, dann reicht die Botschaft. Da. Oh, und noch eine. Okay. Also, die war als erstes. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Dann hatten wir noch Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Und bleib dir selbst treu. Okay. Und nochmal, auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit, ihr werdet euch nicht vermissen. Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Bleib dir selbst treu. Da sage ich jetzt absichtlich nicht zu, weil ich ja das Gefühl habe, das könnte eben halt unterschiedliche Gruppen eben halt betreffen. Ich nehme hier nicht eine Freundschaft zwischen euch wahr, ja, das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Bleib dir selbst treu, das passt auch nochmal zum Hund auf jeden Fall, ne? Und bleib dir selbst treu würde auch heißen, authentisch zu sein, ja? Authentisch und klar und ohne Maske. Also nicht die Maske draußen, ne? Also eure eigene Maske. Zeigt euch, was ihr denkt, was ihr wollt und was in eurem Herzen vorgeht. Ja? Okay. Ja, dann bin ich jetzt zum Schluss angekommen und bleibt mir gesund. Ich hoffe auch, dass ich euch helfen konnte, ihr lieben Luftzeichen, mit diesem Reading, dass ihr jetzt vielleicht so ein Stückchen klarer seht, was hier mit eurem Gegenüber ist und ja, was es für euch ist, was es mit dem Gegenüber hat und. Also, dass ich euch da eben halt ein ganzes Stück weit helfen konnte, das wäre wirklich sehr schön, das würde mich sehr freuen. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal und bis bald, eure Tina. Tschüss.